Herzlich willkommen an alle. Ich bin Jack, ich werde heute die Livestream für Deutschland machen. Heute spielt Deutschland gegen Dänemark. So, die Player sind schon bereit. Wir werden jetzt anfangen. Ich bin jetzt hier mit Kiko und wir werden uns auch alle bedanken, dass das dieses Tournament gibt. Müssen wir uns ehrlich bedanken. Das ist ehrlich eine Riesensache, müssen wir sagen. Und naja. Also, ich werde mich erstmal entschuldigen, ob mein Deutsch nicht perfekt ist. Ich bin nicht seit langem in Deutschland, muss ich sagen. Aber ich hoffe, das, was sie sagen, ist das sowieso nicht alles richtig, aber zumindest, dass ihr versteht, was ich meine. Also, dann schauen wir mal, was da jetzt los ist. So, wir warten jetzt auf Ehre, dass er jetzt ready gibt und schauen wir mal. So. So, Jungs, das ist ehrlich so ein Riesen-Event, müssen wir sagen, ne? Wäre. Also, das ist Deutschland gegen Dänemark, falls jemand das noch nicht verstanden hat. Also, hat. Deutschland müssen wir sagen. Okay, die sind alle ready. Wir können schon starten. Letztes Spiel von Deutschland war gestern. Die haben gegen Portugal gespielt. Die haben ehrlich für, keine Ahnung, eine Kleinigkeit verloren, muss ich sagen. Das ist ehrlich. Die haben richtig Pech gehabt. Die haben 2-1 verloren gegen Portugal. Und naja, es war schon ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Ich könnte leider keinen Livestream machen, weil ich nicht zu Hause war. Ich hatte etwas, das dazwischen gekommen ist. Aber heute bin ich definitiv hier. Und naja, schauen wir mal. Hoffentlich geht dieses Mal besser. Die haben erste. Hardpoint. Wir haben jetzt erstmal Hardpoint. 150 Punkte, 300 Sekunden. Wir sind jetzt auf Angel oder Angel. So, die gehen schon zum Punkt. Schon mit Tomo, versucht er in der Mitte. Oh, das ist gut, ein guter Spot. Immer noch Angel, versucht er. Okay, aber Fusi, weil Dänemark schon einen Punkt hat. Die versuchen sie drinnen zu gehen, aber mein Gott, die haben schon doppelte Kill. Schon reingeballert. Oh, ey, yo, der ist richtig stark, Junge. Alter Schwede, oh, Vorsicht. Mit dem SMR. Usch. Wir gehen jetzt bei Sanji. Schauen wir mal. Oh, er hat vorhin Wede. Er kriegt das hin. Schafft er sogar mit dem Doppel? Nein, kriegt das nicht hin. Aber wir wollen selbstverständlich zum Punkt gehen. Oh, Clash hat er besser, aber. So, Deutschland 26-9. Walking Dead. Gegen Kilocott, der hat das Beste. Ey, Nix versucht jetzt mit dem DRH was zu hinkriegen. Schau mal. Aber, Walking Dead. Sehr gut. ASM 10. Aber Dänemark ist schon zum nächsten Punkt. Aber die sind alle oben. Durch den Dead sieht doch jemand. Sehr gut. Die versuchen reinzugehen. Oh, 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 Vorsicht. Sehr gut, Geist. Nein, aber Champi, mein Gott, was hat der gemacht? Sogar 3 Kills. Auf einmal. Oh mein Gott. Dieses Skin ist echt schlecht, Junge. Das ist einfach riesengroß. Also, wir gehen zum Kilocott. So, Dänemark hat jetzt einen Punkt genommen. Deutschland versucht das jetzt reinzutreten. Die kriegen das aber nicht hin. Walking Dead versucht jetzt reinzugehen. Schauen wir mal. Kilo Gott hat ihn nicht gesehen. Aber Benzo. Benzo kriegt das hin. So, die gehen schon zum nächsten Punkt. Okay, Deutschland hat einfach diese Punkte gelassen. Die gehen jetzt einfach woanders. Schon zum nächsten Punkt. Nix ist da. Oh, Vorsicht, Wallbang. Oh, nice, 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 nice. Ah, nur gehittet. Aber das hat er nicht hinbekommen. Versucht er zweimal. Damit geht das aber nicht. Schauen wir mal. Er geht raus jetzt vom Punkt. 59-46. Deutschland spielt richtig gut momentan. Aber Vorsicht, Sanji kommt dahinter. Das hat ihn keiner gesehen. Das hat ihn keiner gesehen. Komm, Deutschland jetzt. Komm, Deutschland jetzt. Die haben nochmal einen Punkt genommen.
47, 46. Nee, 76, 46. Schauen wir mal. Angriff versucht nochmal. Nix auch. Also, das hat sich jetzt switched. Und Rain of Rain on Toilet. Okay, der Name ist Legende. Rain on Toilet. Okay. Es regnet in seiner Toilette, aber Walking Dead, der wartet doch auf ihn. Sehr gut, 14 Kill für ihn. Top Killer momentan. MVP. Okay, Walking Dead geht schon mit seinem ASM schon zum nächsten Punkt. Angel nimmt sich doch eine gute zweite. Meine Güte. Deutschland ist ehrlich on fire. Können wir sagen. Aber Fussi, weil Kilo kommt von der anderen Seite. Der hat das hinbekommen. Angel ist auch. Nein, auch. Ist auch down. Walking Dead, aber was hat er denn gemacht? Alter Schwede, Walking Dead ist unglaublich. Okay, Nix mit Anileto, der kriegt das hin gegen Sanji. Aber dann Champi gegen Nix. Die müssen jetzt richtig aufpassen. Noch 20 Sekunden, Jungs. Noch 20 Sekunden. Die müssen nur einfach diese Punkte halten. Und dann haben die das hinbekommen. Dann haben die das hinbekommen. Schauen wir mal, was passiert. Okay, die kriegen das nicht hin. Ich glaube, die kriegen das nicht hin. Noch 3 Sekunden. Noch Walking Dead. Okay, erst ist vorbei. Unter 50-50 für Germany, Deutschland. Sehr gut gespielt, muss ich sagen. Die haben das drauf, Jungs. Ganz, ganz ehrlich, ich habe das schon letztes Mal gesehen. Gegen Portugal. Ich habe mir nochmal den Spiel angeschaut. Und ich muss sagen, die haben einfach Pech gehabt. Also die sind einfach unnormal stark. Und man sieht das ja jetzt in Hardpoint unter 50-50. Das ist schon eine Menge. Sehr, sehr gut für Deutschland. Und schauen wir mal, was da jetzt passiert. Also jetzt kommt den Search and Destroy. Mhm. Okay, Search and Destroy. Wir haben 6 Round, unter 20 Sekunden pro Round. Das werden wir machen. Also Map ist Meltdown. Das werden wir jetzt sofort ändern. So. 1-0 jetzt für Deutschland haben wir. Okay, machen wir schon 120 Sekunden. Das ist alles schon drin. Also, weil, ich wollte mich erstmal entschuldigen, Jungs. Das ist das erste Mal, dass ich den, keine Ahnung, einen Livestream auf Deutsch mache. Ganz, ganz ehrlich. Und normalerweise mache ich das immer auf Italienisch. Aber das ist ehrlich jetzt das erste Mal, dass ich das mache und keine Ahnung. Ich bin ein bisschen, keine Ahnung, aufgeregt. So, schauen wir mal. Das ist drinne. Die sind schon alle ready. Ich werde aber trotzdem nachfragen, weil ich einfach sicher sein will. So, ich werde mal kurz das hier jetzt ändern, dass Deutschland 1 ist. Ja, genau, das hier haben wir. So, right. Perfekt. Also oben links könnt ihr es schon sehen. Das habe ich direkt geändert. Yes, alle sagen ja. In Deutschland ist das wahrscheinlich schon ready. Ne, wäre nicht. Was wäre, das weiß ich nicht genau. Rain on Toilet. Was hat der, diesen Namen, ne? Diesen Namen, es ist einfach krass. Also, jetzt fängt Search and Destroy. Schauen wir mal. So, jetzt geht's los. So, wir sind jetzt bei Walking Dead, der war der MVP von der letzten Spiel.
Der wird jetzt direkt zu ihm gehen. Schauen wir mal jetzt, wie Deutschland spielt, ne? Also, Walking Dead versucht jetzt in der Mitte zu gehen. Jetzt sieht aber ein bisschen zurück. Ach so. Er passt aber auf dem Mädel auf, muss ich sagen. Aber Dänemark ist schon alle. Okay, die sind auch nicht so weiter weggegangen. Hm. Nix. Wir müssen zu Nix gehen. Ja, mit dem Sniper hat er schon hinbekommen. Ein Kill. Rain of on Toilet. Oh, meine Güte, Nix. Tschüss. Unglaublich. Jungs, Nix ist einfach krass. Nix ist einfach krass, Alter. Das ist krank. Was hat er denn gemacht? Nix ist ehrlich unfair mit dem Sniper. Der hat das schon hinbekommen. 3 Kills. Boah. So, wir werden jetzt bei Dänemark gucken. Sanji hat einen Sniper, aber ich sehe ihn noch auf den Spawn. Okay, er packt jetzt ein ICR. Okay, das hat keinen Sniper? Okay, random Toilet. Vorsicht. Vorsicht, weil das gefährlich war gegen Walking Dead. Ja, Nix ist einfach Bombe. Nix ist einfach Bombe. Wir gehen jetzt bei Benzos. Triple Kills. Was ist los bei denen, Alter? Was ist los bei dem? Das kann doch nicht wahr sein. Er hat 3 Kills in der Mitte gemacht. Und das hat keiner einfach geguckt. Komm, Jungs, jetzt. Komm, komm, komm. So, schauen wir mal, was da jetzt passiert. So, Chumpy. Er geht von der linken Seite. Nix mit dem Sniper hat ihn gesehen. Chumpy muss auf ihn warten, aber. Er versucht jetzt mit dem Kuku 9. Aua. Aber Nix ist einfach super krass, ehrlich. Ist einfach krass. Aber Vorsicht, weil jetzt immer noch Nix, ey. Immer noch Nix. Renon Toilette, die Sache. Ist nur noch er da? Ange. Er kriegt das hin. So, Bomb defused. 2-1 für Deutschland. Also, falls das noch nicht alle wissen, das ist Best of 3. Das bedeutet, die erste 2 Runden, also Deutschland hat schon einer gewonnen, Hardpoint, 150-50. Ich meine für die Leute, die gerade angekommen sind in der Live. Und, naja. Wenn die das jetzt gewinnen, das ist selbstverständlich jetzt das Spiel vorbei. Schauen wir mal, Nix. Er versucht das immer noch. Er hat immer noch random. Toilette, er sieht das! Meine Güte. Krass einfach. Einfach krass. Wir gehen jetzt auf Sanji. Er geht jetzt mit dem Goku. Nein. Nix immer noch. Walking Dead mit ISM 10. Das ist einfach krass. Jetzt nur noch 2 Dänemark. Kilo muss aufpassen, weil Nix ist einfach da. Er guckt auf ihn. Okay, er hat aber einen Kill gehabt gegen Clashy. Nix immer noch. Nur Kilo jetzt ist lebendig. Oh, das ist gut, aber der hat doch ein guter Spot gehabt. Aber Nix ist einfach krass. Schauen wir mal jetzt mit. Mein. Mit dem zweiten Waffe hat er hinbekommen. Tschüss. Einfach tschüss. Nix ist einfach krank. Ist einfach krank. Destroy the objective. The enemy has the bomb. So. Wir gehen jetzt bei Champy. Okay, jetzt ist witzig. Er versucht mit der Glücke. Nein, aber. Random Toilet. Er hat das hinbekommen. Er ist immer noch da, aber der hat noch einer vor ihm. Walking Dead. Okay, der hat alles. Der hat einfach alles versaut. Walking Dead hat einfach alles versaut. I got shot. Vorsicht, weil Nix ist ehrlich low. Sanji hat das. Kriegt das hin. Aber Walking Dead kommt zurück. Revenge to the friend. Schauen wir mal. Ein Dropshot, Benzo. Wow. Er kriegt das auch hin. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Destroy the objective. They have the bomb. Schauen wir mal jetzt. Jetzt wird ein Spawn geswitcht, sozusagen.
So, unter den Tunneln geht doch keiner mehr. Die haben schon verstanden, dass das zu gefährlich ist. Walking Dead versucht mit seinem M10. Er sieht Benzo vor ihm. Er kriegt das selbstverständlich hin. Er hat das genau vor ihm. Benzo hat gar keinen... Er könnte überhaupt nicht in den Endglitch gehen. So, schauen wir mal jetzt Champy. Ich sehe, da sind jemand vor ihm. Er hat das mit Angel ihm bekommen. Er hat jetzt Rede vor ihm. Das hat er geschafft. So, vorsichtig aber, weil hinter ihm ist noch ein Gegner. Jetzt ist nur noch Champy. Ne. Für Deutschland ist Clash nur. Wir gehen doch noch hin. Für Clash ist jetzt schon richtig gefährlich. Das muss ja richtig aufpassen. Versuch zu B. Targets in sight. Er hat Sunny vor ihm. Das kriegt er hin. Und Champy auch. Er hat aber keinen Dropshot gemacht. Und Champy hat das... War für ihn selbstverständlich schon... Er hat eine bessere Position. So. Weil Anke sieht, hat jetzt Clash gesehen, aber okay. Contact with enemy. Das ist vorhin, Vorsicht, Champy auf Fähre oder Fähre, das weiß ich nicht. Nix hat er immer, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Nix ist einfach, der ist einfach krank. Was er schafft die ganze Zeit, das kann ich mir gar nicht vorstellen. 13 Kills mit einem Sniper, okay, Meltdown ist das so schon eine lange, Map sozusagen. Walking Dead versucht das zu. Meine Güte. What? What? Was ist denn passiert? Das habe ich gar nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, was da passiert ist. Alles gut. Okay. So, schauen wir mal jetzt. Dänemark versucht jetzt nochmal. Also, Champy und Benzo, die gehen, nee, Sunny, die gehen auch, also in A, aber da ist keiner. Also, okay, Deutschland ist jetzt alle auf B, die sind alle auf B und ja, Clash hat das doch schon einer hinbekommen. Wir sind jetzt nochmal bei Nix. Er nutzt auch diese komische DLQ, muss ich sagen. Das mag ich eigentlich nicht so viel. Okay, er kriegt sich schon mit Champy in. Rain on Toilet, versucht er. Schwer jetzt. Clash hat ihn doch gut gecovert, sozusagen. Okay, 1 gegen 1. Schauen wir mal, nix. Nix, Alter. Schisch. Krank. 15 Kills einfach mit dem Sniper. Tschüss. Also ich habe jetzt schon ein paar Spiele gesehen in der Zeit und DLQ wird eigentlich nicht so viel benutzt wie damals. Also die Sniper jetzt, die sind schon projektiert sozusagen auf, keine Ahnung, Locus oder so. Aber nix, wie er das mit dem DLQ spielt, das macht ehrlich, keine Ahnung. Das macht schon Spaß zu sehen. Schauen wir mal jetzt Dänemark 4 und nur noch 3 für Deutschland. Die sind aber auf B. Walking Dead mit der SM10 hat er schon eine hinbekommen und zweiter auch auf Sunny. Angel ist auch. Oh, Vorsicht, Clash ist allein jetzt. Er kriegt das hin zu 1. 1 gegen 1 gegen Kilokotten. Kilokotten hat ihn gar nicht gesehen. Er versucht er jetzt mit der zweiten Waffe! Mein. Keine Worte für diese Kill. Gar keins. Alter Falter, das kann doch nicht wahr sein. Okay.
Kilo Gott, man hat ihn gar nicht gesehen, aber gar nicht. Und naja. Wie er gespielt hat, habt ihr selber gesehen. Einfach crank. So, und das ist jetzt, also das könnt ihr selber sehen. Das sind die Ergebnisse. Also wir haben Angel mit 2 Kills, Fähre 3 Kills. Und dann haben wir Clashy mit 9 Kills, 11 Kills für Walking Dead und sein ASM 10. Ich glaube, er liebt doch richtig diese Waffe. Und dann haben wir nichts mit 6 Kills. Der ist einfach crank, guys. Ehrlich. Es ist krass, was er gemacht hat mit dem Sniper. Das war schon eine Riesensache, ne? Und das ist jetzt hier gibt die Ergebnisse für Deutschland. Und jetzt haben wir hier also Dänemark. Wir haben Sanji mit 3 Kills, Kilokot mit 5, Benzo und Loping. Benzo und Loping mit 7 Kills, 8 Kills für Champy und 8 Kills auch für Rain und Toilet. Also das ist ehrlich schon. Es war schon ein krasses Spiel, aber ich muss auch zugeben, dass Deutschland hat richtig gut gespielt und naja. Also Dänemark hätte wahrscheinlich ein bisschen besser spielen sollen. Deswegen, aber das Spiel ist jetzt vorbei und naja, ich bin nochmal in einer Stunde wieder da, weil gibt es, ich werde einen Livestream aber auf Italienisch dieses Mal machen, falls jemand fragt oder so, ich bin doch Italiener, deswegen, aber ich bin noch doch in, also nach Deutschland umgezogen, seit ungefähr ein paar Jährchen sozusagen und deswegen. Also wie gesagt, in einer Stunde bin ich wieder online. Dann haben wir Italien gegen Nigeria. Es wird schon krass sein, weil Nigeria, müssen wir sagen, spielt richtig, aber richtig gut. Das ist ehrlich eine gute Mannschaft. Und naja, Italien, ich kenne doch die Leute, die da spielen und die sind auch schon ziemlich krass. Also deswegen, es wird auf jeden Fall ein krasser Spiel sein. So, nur dass ihr jetzt sehen könnt, ich werde das jetzt kurz ändern. Also Deutschland 2 und 0 für Dänemark. Also 2-0, oh Gott, falsch geschrieben, you're right. Okay, 2-0, das ist der Endergebnis und wie gesagt, wir sehen uns nochmal in einer Stunde. Ich wiederhole das jetzt nur kurz auf Italienisch für die Leute, die da sind. Ragazzi, becchiamo tra un'ora esatta. Perché ci sarà la prima partita dell'Italia contro la Nigeria. La Nigeria è veramente una bella squadra, quindi mi raccomando, occhio, restate sintonizzati perché è giusto un'oretta alle 21 esatte start, quindi c'è tanto da vedere e soprattutto ci sono tantissimi player forti, quindi niente. Ok, allora ci risentiamo tra un'ora. Spero che vi sia piaciuta la live. Ovviamente era in tedesco, voi non l'avete capito, o meglio non tutti voi. Però essendo che sono lo streamer sia della Germania che dell'Italia, adesso giocava a Germania e la live per questo motivo qua era in tedesco, anche per dare la possibilità ai tedeschi comunque di poter vedere la live. Quindi tutto sommato ci vediamo allora fra un'ora, mi raccomando, sintonizzati, perché sarà un partitone di quelli là pesantissimi proprio. Quindi siamo qua a tifare ovviamente la nostra nazionale. E niente. Ok, ci vediamo tra poco allora, raga. Tra un'oretta. Ciao a todos. So, Jungs, in einer Stunde wieder da, ne? Italien, Nigeria ist wieder da. Und, also, Italien, Nigeria werden spielen. Und wie gesagt, das sind einfach krasse Mannschaften. Und es wird einfach toll, ne? Wir sehen uns dann in einer Stunde. Bye.